In erster Linie wird Herr Josef F. in die Justizanstalt Wien Mittersteig kommen, da da das Koordinationszentrum für Maßnahmenuntergebrachte nach 21.2 ist. Da werden einige Fragen gestellt. Damals, wie ich das erfahren habe von der Elisabeth, hat es mir den Atem geschockt. Heute war heute so ein Tag, wo ich eigentlich das erste Mal wieder richtig durchatmen habe können. Ich denke, Josef F. hat sein richtiges Urteil bekommen, lebenslange Strafe. Wir haben das auch alle erwartet eigentlich hier in Amstetten und ich denke auch der Rest der ganzen Welt. Vergessen kann man solche Sachen sicher überhaupt nie. Zeit heilt natürlich alle Wunden, so sagt man immer. Aber es wird sicher längere Zeit dauern, auch noch immer, bis man das Ganze, man vergessen nie, wie gesagt gerade. Aber es wird sicher jetzt besser werden. Die Medien werden sich zurückziehen. Es wird sich alles wieder langsam beruhigen hier in Amstetten. Und es wird wieder der ganz normale Tag hier einkehren, hoffentlich bald. Ein dritter Punkt, den ich hier erwähnen will, weil auch hier eine Initiative sind für uns schon ein ganz wichtiger Eckpfeiler auf dem Weg dessen, den wir bekommen. Das ist ausschließlich eine Frage unabhängiger Gerichte, das ist keine Angelegenheit der Politik. Ich bin sehr froh darüber, dass es so rasch zu einem Urteil gekommen ist und werde mich immer dagegen wehren, dass irgendwelche allgemeinen Schlüsse über ein Land, eine Gesellschaft, die Geschichte eines Landes im Zusammenhang gebracht werden mit einem so abscheulichen Fall. Anders zu sein.